Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und heute geht es um einen Schlüsselsatz, der mir und vielen anderen extrem weitergeholfen hat. Und zwar, Erfolg kommt immer zeitversetzt. Es ist ein Satz, der mir jetzt gerade nochmal vor Augen geführt wurde, weil ein Kunde von mir, der ist seit einem halben Jahr bei mir im Coaching, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, Ramon, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich weiß, wir haben vor 5, 6 Monaten etwas besprochen und heute ist es mir so richtig klar geworden. Heute hat sich das bei mir richtig integriert und ich habe geschnallt, was ich damals quasi nur gehört habe. Und eine andere Anekdote, ein ehemaliger Kunde von mir, mit dem ich schon seit 2018, irgendwann, also Anfang, Mitte des Jahres, nicht mehr zusammenarbeite. Also wir arbeiten jetzt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr nicht mehr zusammen, so ungefähr, denke ich mal. Hat mir jetzt nochmal eine Sprachnachricht geschrieben, wo er meinte, auch Ramon, ich habe reflektiert über unsere Zusammenarbeit letztes Jahr und es war einfach irgendwie der Wahnsinn, jetzt rückblickend, was sich mir eröffnet hat. Und das reflektiert wirklich eine Erfahrung, die ich gemacht habe und vor allem auch eine Erkenntnis, die mir weitergegeben wurde von meinen Coaches damals. Erfolg kommt immer zeitversetzt. Was bedeutet das? Viele Menschen machen diese Erfahrung. Sie sagen jetzt, also die meisten Menschen machen ja gar nichts mit ihrem Leben. Sie treiben einfach passiv irgendwie durch die Gegend, auch in ihrer Beziehung. Die meisten Beziehungen werden einfach irgendwie passiv gehalten. Wir treiben von links nach rechts und was passiert, das passiert. Und die wenigsten Menschen kreieren wirklich ihre Realität. Sie kreieren nicht ihre Zukunft. Ja, das machen die wenigsten. So, und dann gibt es aber natürlich, und da gratuliere ich den Leuten auch immer, die Leute, die sich entscheiden, ich nehme das jetzt in die Hand, ich mache das. Und da machten wir, und das habe auch ich gemacht, und das machen die meisten Menschen, die Erfahrung, ich mache am Anfang, dann irgendwann treffe ich die Entscheidung, ich weiß auch gar nicht genau, was ich machen soll, und dann hole ich mir Informationen aus Büchern, YouTube, ich mache ein Coaching, ich habe ein Seminar, und dann mache ich. Im besten Fall gebe ich Gas und mache. Aber irgendwie passiert nichts. Ja? Du stellst dir jetzt zum Beispiel vor, du guckst jetzt meine YouTube-Videos, du guckst von mir aus auch noch von anderen Beziehungsexperten YouTube-Videos und du sagst, ey, ich habe schon so viel konsumiert, aber irgendwie bin ich noch nicht weiter. Das kann an zwei Dingen liegen. Ja, entweder du hast nichts umgesetzt, ja, weil denn nur durch Umsetzen kreierst du positive oder überhaupt Referenzerfahrung für dich und lernst, das funktioniert für mich, das funktioniert nicht, das ist stimmig für mich, das ist nicht stimmig. Ja, also eine Möglichkeit ist, du hast nicht umgesetzt. Die andere Möglichkeit ist, du bist noch nicht an dem Punkt. Du hast es noch nicht lange genug gemacht, bis dein zeitversetzter Erfolg überhaupt auftauchen kann. Die Leute, oder wenn du, überleg mal, du hast irgendeinen Lebensbereich, wo du etwas schon ganz lange kontinuierlich machst. Ja? Am besten nach dem Prinzip der Minimalkonstanz. Ja, Minimalkonstanz bedeutet, jemand, der etwas jeden Tag ein bisschen macht, wird in 10 Jahren viel, viel weiter sein als jemand, der mal über 6 Monate richtig, richtig Gas gegeben hat. Ja, Minimalkonstanz, jeden Tag ein bisschen. Wenn du irgendeinen Lebensbereich hast, keine Ahnung, du bist irgendwie gut im Fitness, ja, bist schon lange im Fitnessstudio, dann, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, wirst du wahrscheinlich feststellen, ja, am Anfang war es irgendwie nicht so und umso länger ich es gemacht habe, desto steiler war die Kurve. Ja, das heißt, du hast am Anfang investiert, und dein Erfolg hatte Zeit, irgendwann später zu folgen. Ja, das ist quasi ein Gesetz des Erfolges. Er kommt zeitversetzt. Und genauso ist das in jeder Persönlichkeitsveränderung oder in jeder Persönlichkeitsentwicklung, in jedem Thema, was ich angehen möchte. Ich möchte besser werden als Selbstständiger oder ich möchte überhaupt verstehen, wie man als Selbstständiger Geld verdient. Glaub mir, am Anfang wird es nicht so gut laufen in den meisten Fällen. Ja, natürlich gibt es da immer mal den einen oder anderen Kandidaten, wo irgendwie durch Zufall alles gepasst hat, aber die meisten von uns müssen durch eine Phase, wo wir ganz viel machen und nichts passiert. Ja, denn der Erfolg kommt erst zeitversetzt. Ihr glaubt nicht, also wer mich schon länger verfolgt, der weiß ja wahrscheinlich, ich habe vor meiner jetzigen Selbstständigkeit, wo ich wirklich drin aufgehe, was super für mich funktioniert, wo ich sehr erfolgreich bin und wo ich einfach nur Spaß habe und wirklich tolle Ergebnisse produzieren kann mit meinen Kunden. Wer mich schon länger verfolgt, der weiß, ich hatte vorher noch andere Selbstständigkeiten und die haben teilweise die ersten beiden überhaupt nicht funktioniert. Ich habe kaum Geld verdient, ich habe kaum Erfolge feiern können. Aber wisst ihr was? Jahre später, also heute, zehre ich noch von Erfahrungen, die ich damals gemacht habe.
ja, quasi von Investments, die ich in meine Entwicklung reingemacht habe, durch Lernerfahrung, ja, Dinge, die ich quasi verkackt habe, was nicht funktioniert hat, Dinge, die ich ausprobiert habe, wo ich jetzt hinterher weiß, okay, ich war nicht erfolgreich, denn ich habe überhaupt total falsch gewählt. Es hat an sich nicht zu mir gepasst. Aber viele von diesen Erfahrungen, von denen zehre ich heute. Ja? Da kann ich halt also sagen, hier viele Misserfolge in Anführungsstrichen. Das war aber quasi mein Investment für meinen Erfolg, der zeitversetzt kommt. Was will ich damit sagen? Du widmest dich dem Thema Beziehung, du merkst, ich muss hier was tun. Beziehung ist nichts, was von alleine jetzt hier einfach mal sich fügt und passiert und klappt automatisch. Und du widmest dich dem Thema, du versuchst besser zu kommunizieren, du versuchst deinen Partner besser zu verstehen, du versuchst deine eigenen Grenzen besser zu setzen, deine Bedürfnisse durchzusetzen, was auch immer. Du schnallst, okay, da gibt es so eine ganze Batterie an Sachen, auf die ich achten kann. Und du denkst, ich mache doch schon so viel und ich butter hier rein und irgendwie bewegt das nichts. Wenn du also sagen kannst, du tust physisch, ne? Du denkst nicht nur darüber nach und schmiedest Pläne, sondern du tust wirklich andere Dinge, wenn du das von dir behaupten kannst, dann sage ich dir, höchstwahrscheinlich brauchst du noch ein bisschen Zeit und da sind noch zwei andere Faktoren, ne? Die richtigen Leute um dich drum, ja, an denen du ein Modell lernen kannst und die richtigen Informationen. Ja, das ist in der heutigen Zeit viel, viel schwieriger. An irgendwelche Informationen zu kommen, ist meistens nicht so schwierig. An die richtigen Informationen zu kommen, ist dafür umso schwieriger bei diesem ganzen Noise, wie man sagt, also diese Informationsflut da draußen. Aber wenn du ganz, ganz viel machst und über die Zeit die richtigen Leute und die richtigen Informationen um dich scharst, dann wird irgendwann Zeit versetzt und wenn es ein halbes Jahr dauert oder 3 Jahre oder 7 Jahre, wird dein Erfolg kommen und auch dein Beziehungserfolg. Ja, nochmal kurze Anekdote zum Thema Dating, also beziehungsweise Beziehungsaufbau. Ich habe es nach meiner ersten Beziehung, meine erste Freundin, die ich bekommen habe, zwar totales Glück rückblickend, ja, totaler Zufall, war halt in meiner Klasse und ich hatte Glück. Und dann habe ich hinterher gemerkt, okay, das war total Glück, denn ich habe keine neue Freundin gefunden für Jahre, obwohl ich es wollte. Und dann habe ich irgendwann durch Zufall ein Buch gesehen, ne, das hat jemand im Bus vergessen, wo ich dann geschnallt habe, ah, okay, also Dating und sowas, das kann man lernen, wie man das andere Geschlecht kennenlernt und vielleicht auch für sich begeistert. Interessant. Und dann hatte ich die Erkenntnis und habe mich dem Thema gewidmet. Und was ist passiert? Ich bin erst mal 3 Jahre schlechter geworden. 3 Jahre schlechter, obwohl ich gesagt habe, ich müsste eigentlich besser werden, weil ich widme mich ja dem Thema. So, in meinem Fall kam es dazu, ich hatte über 3 Jahre die falschen Informationen, die nicht zu mir gepasst haben. So, aber Fakt ist, ich habe in dieser Zeit ganz, ganz viel gemacht, ganz, ganz viel ausprobiert und ganz, ganz viel weiter Informationen gesucht, damit ich dann irgendwann zeitversetzt nach 3, 4, 5 Jahren das ganze Thema endlich in den Griff kriegen konnte. Und ja, ich hätte fast das Handtuch geworfen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich wusste das damals auch noch nicht mit diesem Zeitversetzten. Zum Glück habe ich weitergemacht. Aber wenn du dich in dieser Situation befindest, wo du sagst, ey, boah, lohnt sich das hier überhaupt? Ich bin hier fast am Aufgeben. Dann hoffe ich, dieses Video hat dir nochmal einen Impuls gegeben. Dein Erfolg kommt immer zeitversetzt. Und wenn es dir einen Impuls gegeben hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Das hilft meinen Videos weiter. Wenn du dazu noch eine Frage hast und ich habe vielleicht irgendwas nicht verständlich genug erklärt, ja, oder du willst, keine Ahnung, ein Beispiel auf dein Leben bezogen, dann schreib einen Kommentar. Oder du hast einen Videowunsch, schreib auch einen Kommentar. Und wenn du das Gefühl hast, ey, dieser Gedanke könnte einem meiner Freunde oder meiner Familie helfen, dann teile dieses Video gerne. Teile das Video über WhatsApp oder über Facebook. Dann hilfst du mir, diese Menschen zu erreichen und du hilfst den Menschen, was Neues zu lernen. Und wenn du selbst ein Beziehungsthema hast, wo du sagst, okay, ich habe das Gefühl, bei Ramon habe ich das richtige Umfeld und bei Ramon kriege ich die richtigen Informationen. Ich möchte mir helfen lassen. Dann guck mal unten in die Box. Da ist ein Link, wo du ein kostenloses Erstgespräch mit mir ausmachen kannst. Und da kannst du wirklich nochmal genau gucken, ist der richtige Ansprechpartner für mich. Ne, dort reden wir darüber, was sind deine Herausforderungen, wo möchtest du hin, was möchtest du erreichen, was macht dich glücklich in deiner Partnerschaft, ja, was ist dein Zielzustand. Und du wirst mich kennenlernen und Informationen über mich herausfinden. Du darfst mir Fragen stellen, damit du entscheiden kannst, sag mal, mag ich den, vertraue ich dem und möchte ich mit dem arbeiten. Und für alle anderen und für dich natürlich auch, danke für dein Vertrauen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.